hast du unsere kleine Einladung. Dann willkommen zur Feuerprobe. Hier werden die Stärksten geprüft und die Schwachen vernichtet. Und damit heiße ich euch willkommen zur Feuerprobe von Darksiders 2. Ja, einzelne Prüfungen, ich weiß gar nicht, wie viele es gibt. Absolut keine Ahnung. Auch nicht, wie wir stufenweise hochkommen. Ich weiß nur, dass hier wohl Wicked K als Gegner geben wird. Und ja, ich lasse mich mal überraschen. Ich weiß auch noch nicht, ob ich alles davon machen werde oder nicht. Weil eigentlich würde ich es euch mal zeigen. So als eine Aufnahme, denke ich, zeige ich euch mal. Und dann gucken wir mal, wie es so ist, wie ich vorankomme. Und werde dann in der nächsten Aufnahme dann auch das Spiel beenden, weil wir haben ja auch noch die weiteren Kampagnen zu spielen, ne? Die möchte ich euch ja auch nicht vorenthalten. Lass mich dir die Regeln erklären, von denen wir nur wenige haben. Je mehr Gegner du besiegst, desto tiefer gehst du in den Schmelztiegel. In bestimmten Intervallen werden dir Belohnungen angeboten. Wenn du die Belohnung annimmst, musst du den Schmelztiegel verlassen. Wenn nicht, darfst du weitermachen. Solltest du zu einem beliebigen Zeitpunkt scheitern, bekommst du nichts. Oh, und noch eine letzte Sache. Niemand hat jemals den Schmelztiegel komplett geschafft. Außer mir. Möchtest du eintreten? Nee, ich bin nicht interessiert. Ach, du wünschst, ganz von vorn zu kämpfen. Eine mutige Entscheidung. Ja, was heißt hier ganz von vorn zu kämpfen? Bleibt ja gar nichts anderes übrig. Kanonenkrieger, okay. Jetzt haben wir die erstmal als Gegner. Ich habe auch keine Fähigkeiten eingebüßt, das ist auch gut. Gegner? Da. Ich bin gerade warum. Ja. Warum drücke ich zur Seite ausweichen, wenn es dann doch nicht macht? Ich finde das Jubelgeschrei schön, so ohne Zuschauer. Keine Herausforderung. Bin mal gespannt, wie weit wir dann kommen. Also wegen der Zeit oder so. Das spielt ja 100 Pro auch ein Faktor. Bei. Oh, wo war das? War das mit der Ride 3? Weiß es jetzt gar nicht genau. Da gibt es auch einen Turm. Auch so hier wie die Feuerprobe ähnlich. Mit Gegnern und je tiefer oder höher du vorankommst, sag ich mal so, desto schwieriger werden die dann und alles. Und da war es halt, glaube ich, so, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dass dann halt verschiedene Positionen parat waren, so Portale mäßig, wo du dann halt weiterkommen konntest und je nachdem konntest du eine Stufe oder halt direkt fünf oder mehr Stufen, wurden die Gegner aber halt auch auf einen Schlag stärker dann, ne? Ist ja klar. Je höher du kamst, desto stärker wurden die, ja. Ich weiß gar nicht, ob das beim dritten oder doch beim zweiten war. Naja, werde ich sehen, sobald ich die Devil May Cry Reihe angehe. Was ist lange her, dass wir den mal als Gegner hatten. Ich weiß auch nicht, ob das Zeitlimit maximiert ist halt, ne? Keine Ahnung. So,
Willst du auf die nächste Welle kommen? Ich glaube, dies führt zu weit. Inwiefern? Du hast überlebt. Bis jetzt. Oh, das war jetzt auch nicht schwer. Willst du den Preis und deine Freiheit? Oder noch mehr Bestrafung? Noch mehr Bestrafung. Was will ich denn als Preis kriegen? Ich riskiere es. Auf geht's. Er hat sich entschieden, weiterzukämpfen. Ich bin mal gespannt, ob meine Zeit... Meine Zeit geht, glaube ich, weiter, ne? Okay, dann sind die Wellen alle einzeln. Boah. Mal so. Nächste Welle, bitte. Und dann gibt es wahrscheinlich eine Gesamtzeit. Wie viele Wellen gibt es eigentlich? Ja, irgendwann werde ich schon auf meine Grenzen stoßen, oder? Aber ich habe jetzt eigentlich nicht vorgehabt, den ganzen Abend jetzt hier mit der Feuerprobe zu verbringen. Und was macht ihr gerade so? Ich weiß echt nicht mehr, was ich jetzt sagen soll. Klar, ich könnte jetzt hier nebenbei eigentlich irgendwas erzählen. Wüsste auch nicht was. Und ich könnte halt deswegen was erzählen, weil ich mich halt noch nicht wirklich konzentrieren muss, ne? Bin eine 9. Ich denke mal, in 5er Schritten kriegt man dann halt die Belohnung. Ich weiß halt auch nicht, ob man ab einer bestimmten, also wenn man bis zu einer bestimmten Welle geschafft hat, ob man dann von dort aus weiterkämpfen darf. Das weiß ich natürlich auch nicht. Oder ob das halt beschränkt ist, so nach dem Motto, ja, man hat ja, ich glaube, dreimal was gekriegt für die Feuerprobe. Dass man dann halt, dass es in drei Etappen aufgeteilt ist. Dass Etappe leicht bis, keine Ahnung, Stufe, bis Welle 25 geht oder so. Wäre ja auch möglich. Aber es ist halt so komisch, dieses am Anfang, dass er gesagt hat, ah, du willst von Anfang an machen. Ich hatte ja gar keine andere Wahl, als von Anfang an zu machen. Klingt wirklich so danach, als könnte man, wenn man eine, also so eine, vielleicht diese 5er Schritte erreicht hat, dass man dort auch wieder weitermachen kann. Wäre ich natürlich nur erfahren können, wenn ich das ausprobiere, ne? Oh, er ist runtergefallen. Oh, wie schade. Jammer, jammer, schade. Hey! Bist du wieder hochgekommen, oder was? Sind wir ein unermüdlicher Rächer? Immer. Das hast du gut gemacht. Möchtest du diesen Preis nehmen und gehen? Oder weitermachen? Weitermachen. Er hat sich entschieden, weiterzukämpfen. Ah, jetzt geht bei den Reflexkreationen. Welle 12. Was kommen jetzt für Gegner? Ah, diese Maskendinger.
Gegner sind ja nicht so schwer. Ich bin jetzt quasi im verlorenen Tempel von den Gegnern her. Bei dem muss ich nur warten, bis das Schild weg ist. Hallo. So. Bitte, nächste Welle. Ich habe gerade nichts mehr gesehen. Durch die ganzen Effekte und Zahlen. Ja. Gut, dass ich nach oben geguckt habe. Der kann auch so weg. So, nächste Welle bitte. Ah, oh, jetzt ist es sogar direkt gar. Ich als Gegner habe. Okay. Und sogar diesen Finisher-Move. Der sich automatisch macht. Oh Gott. Kriegt da jetzt bei jedem Zehner-Dings irgendeinen Bosskampf? Den ich in der Story hatte? Möchtest du diesen Preis nehmen und gehen oder weitermachen? Ach nee, das waren jetzt Stufe 15, ne? Ist ja gar nicht 10 gewesen. Er hat sich entschieden, weiterzukämpfen. Weil dann habe ich nämlich Angst, dass ich den Champion der Arena wieder mal als Gegner habe. Ich muss meine Vögel drum kümmern. Ich habe leider nicht so viel Schuss. So kann ich es ja auch machen, stimmt ja. Jubel, Jubel, Freude, Welle 17. So, die nächste Welle bitte. Welle 18. Ich weiß noch nicht, wie lange ich das mache.
bin jetzt bei Welle 18. Viele Wellen es gibt. Und die Tatsache, ob ich dann bei der letzten, wo ich war, weitermachen kann. Also so 5er oder 10er Schritte halt, ne? Das wäre halt auch gut zu wissen. Moment dachte ich, da wären drei Kirsche, aber nein, es sind nur zwei und so eine Champion-Kreation. Aber jetzt weiter nichts ist. So, weg mit dir. Dann hast du noch die Kreation. Die ist jetzt auch weg. Gut. So, nächste Welle bitte. Seine Hartnäckigkeit ist bewundernswert. Du hast überlebt bis jetzt. Willst du den Preis und deine Freiheit oder noch mehr Bestrafung? So, ich habe mich mal informiert. Es gibt 100 Wellen. Es gibt insgesamt 4 Rollen, durch die man halt die Stufen freischalten kann. 1 bis 25, dann bis 50, bis 75 und dann halt bis 100. Wicked Car ist bei 101 und das nur, wenn man von 1 bis 100 durchmacht, ohne Unterbrechung. Anscheinend kann man also rein in die Wellen, würde ich mal sagen, in die einzelnen, sodass man halt die erreicht. Belohnungen zum Beispiel bei Stufe 50 ist auch ein Teil von der Abgrundrüstung und auch bei 100 ist ein Teil der Abgrundrüstung und die letzte Rolle, also ich habe ja bis 75, also Stufe 75 scheinbar, die letzte Rolle kriegt man, wenn Tod Level 25 ist. Da er aber durch die Gegner keine Erfahrungspunkte mehr kriegt, sobald er Level 20 ist, sondern nur durch die Missionen, geht das nur im neuen Spiel plus. Ich halte gerade den Daumen hoch. gut, ich bin jetzt bei Stufe 25 gewesen, ne? Ich nehme mal die Beute. Das ist der Preis. Ich glaube, ich war jetzt bei Stufe 25, ne? Hätten wir nämlich die erste Rollendings da einfach erledigt. Dann müsste es nämlich Abgrundrüstung jetzt sein, oder? Warum ist da nichts gekommen? Jetzt, wenn ich rausgehe, oder was? Ich bin verwirrt. Darf ich verwirrt sein? Ich teste jetzt, ne? Also ihr habt schon mal gesehen, wie die Feuerprobe ist. Ihr habt jetzt ein paar Hintergrundinformationen dazu gekriegt. Und, ja. Jetzt gehe ich nochmal rein. Aber ich habe jetzt kein Dings gekriegt. Ich habe es geöffnet, aber nichts bekommen. Das ist ja das, was ich schon habe. Abgrundhandschuhe. Oh. Wir haben keine Gesundheitsregeneration, ne? Verteidigung sind höher. Aber gut, das ist jetzt auch nicht so wild. Oder ich habe jetzt irgendwas falsch gemacht. Oder es hat gebuggt. Das kann natürlich auch sein.
Gut, mir ist ja, wie gesagt, die Abgrundrüstung nicht wichtig. Aber ich hätte trotzdem gerne Belohnung kassiert. Nicht einfach nur eine Kiste aufgemacht. Da ist auch nichts rausgefallen, ne? So, gucken wir mal. So, quatschen wir nochmal an, um zu gucken, ob wir Wo da. möchtest du Ich anfangen? kämpfe von ganz vorne. Ja, das ist für WGK. Ich bin nicht interessiert. Also kann man echt nur von ganz vorne wieder anfangen. Bis zum nächsten Mal. Okay. Dann ist beim letzten Mal auch schon da. Ich kämpfe ganz vorne. Von ganz vorne. Interessant, interessant. Gut, ja. Ich habe jetzt eigentlich keine Lust, von 1 bis 100 durchzumachen. Definitiv nicht. Vor allem, weil ich ja noch 100 gar nicht erreichen kann. Dazu muss er ja erstmal Stufe 25 werden. Und ich glaube nicht, dass ich dass ich Lust habe, so nah schon Neues Spiel Plus zu machen. Deswegen war es das an dieser Stelle mit der Feuerprobe. Und ich würde mich dann aufmachen, um storymäßig das Spiel abzuschließen. Wir sehen uns also in der nächsten Folge wieder, welche die finale Folge sein wird, was storymäßig angeht jedenfalls. Bis dann, tschüss, eure Time.